Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe LS19 Ravenport. So, gestern habt ihr gesehen, nein, gar nicht, war heute. Der Tag der Tage, die erste Folge auch von der Hauptfach ist für euch zu sehen. Selbe Uhrzeit, also kommen gerade parallel raus die beiden Folgen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch danach gerne mal an. Und falls ihr es vorweg gesehen habt, hoffe ich, hat es euch erstmal gefallen. Erste Baufolge von dem Hopferhof. Es wird dann auch weitergehen mit, es gibt noch zwei weitere Baufolgen und danach startet auch das Projekt. Haben wir schon ein paar Folgen aufgenommen. So, hier auf der Ravenport gibt es, ja, was gibt es hier Neues zu sagen? Ich habe Questplay mit reingenommen. Und zwar aber auch nur, um erstmal Feldarbeiten erledigen zu lassen. Um ja so ein bisschen die Videos spannender zu machen. Wenn wir immer nur auf den Feldern rumeiern, immer wieder dasselbe, ist, ne, jeden Tag grüßt das Murmeltier, ist irgendwie auch uncool. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass wir Questplay mit reinnehmen. So, muss ich für mich selbst eben mal den Ton hier ein bisschen leiser machen. Ja, und nein, nicht abhängen. So, so ist okay. Dann würde ich sagen, da Feld Nummer 3 schon wieder fertig ist, lass mal Questplay da gleich mal anfangen. Ich habe es eben auch einmal noch jetzt vor der Aufnahme getestet, auf einem anderen Spielstand. Denn mir wurde gesagt, dass Questplay nach der Vorgewende seine Bahn nicht mehr findet. Doch, tut es. Also, es fährt nicht ganz so, wie man es aus dem LS17 kennt. Aber es ist halt, trotz alledem wird wirklich jedes Körnchen auch mitgenommen, was nicht schlecht ist. So, dann machen wir hier mal auf und machen nebenbei Curseplay an. Wie gewohnt, Feldarbeit auf Feld 3, Startposition hier, Vorgewende machen wir 2 in scharf, damit auch nichts stehen bleibt, weil sonst würde er nämlich was stehen lassen. Und können wir uns auch den Kurs hier anzeigen lassen. Speichern werden wir den jetzt mal nicht, denn ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ah, stopp. Eine Sache, er fängt halt relativ weit im Feld an. Die ersten paar Meter fahren wir daher selber. Aber jetzt ist das gar kein Problem. Und Questplay arbeitet für uns. So. Was auch praktisch ist, denn wir haben gerade die Meldung bekommen, kein Platz mehr, um Wolle abzustellen. Da müssen wir mal was gegen tun. Dann laufen wir mal eben zu unserem kleinen Fendt mit dem Frontlader. Packen mal die drei Paletten da hinten auch runter. Dazu stellen wir das Gewicht mal eben hier oben ab. Nehmen erstmal den Frontlader. Na, erstmal holen wir uns mal andere Reifen. So. Dann haben wir nämlich auch nichts im Wege hier. Konfiguration. Mit Radgewichten. Wunderbar. So, nun können wir uns den Frontlader gönnen. Dann das Gewicht und stellen die drei Paletten da hinten mal ab. Wir werden wahrscheinlich eh gleich durch die Gegend fliegen, vermute ich mal jetzt schon wieder ganz stark. So, den haben wir. Bisschen höher müssen wir, oder? Ach ne, da wir selbst mit hochfahren, passt das. So. Und das Gewicht auf jeden Fall auch noch ganz wichtig, sonst kippen wir nämlich um. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Und auf geht's. Jetzt müssen wir natürlich erstmal kurz den Anhänger anhängen, weil ja, per Hand die Spanngurte abmachen geht immer noch nicht. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Jetzt muss ich mal gucken. Spanngurte. Irgendwo habe ich die hingelegt. Jetzt nur die Frage, wo. So selten benutzt. Da gucken wir nochmal schnell rein. Spanngurte. Auf dem Gamepad habe ich das ja auch irgendwo.
Also Gamepad heißt Lenkrad und so weiter. Oder auch nicht. Ich würde sagen, können wir ruhig hier mit hinpacken. Haben wir zwar auch schon irgendwas drauf, ich weiß nur nicht, was dürfte sich aber auch nicht kreuzen. Von daher. So, dann haben wir die ab. Ach, wir haben die alle von hinten. Egal, ich schub sie da jetzt einfach runter. Ich mache da, glaube ich, keinen langen Heckmeck von. Weil die eh hier durch die Gegend fliegen werden. So, weg mit euch. Und dann gehen wir mal ein paar Paletten verladen, was wahrscheinlich auch nicht gerade besser wird als die Düngepaletten hier. So, müssen wir nur mal im Auge behalten, wo war jetzt die Karte? Da. Wann der gute Kollege da fertig ist, oder was heißt fertig? Voll. Ich weiß nämlich nicht, ob wir eine Meldung bekommen darüber. Wir werden einfach zwischendurch vielleicht mal reinschauen. Da müssen wir eventuell mal dann die Mod besorgen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile sauber und vernünftig laufen, ohne dass man viel machen muss. Dass wir diese Anzeige wieder bekommen über alle Fahrzeuge, die sich gerade bewegen. Wäre ganz schön. Also gerade jetzt mit Curseplay oder auch im Multiplayer ist das immer mega praktisch. Wenn man dann Abfahrer ist für mehrere, dann weiß man immer genau, wann wo was los ist. So, wir sind hier. Dann stellen wir den Anhänger mal schön hier ab. Und fangen an, Paletten zu stapeln. Am besten erstmal die hier weg, die hier noch ordentlich stehen. So, ich werde jetzt auch definitiv in die Außenansicht gehen, nicht, weil es geht einfach besser. Ja, so viel zu dem Thema, dass das besser geht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die hier gescheit drauf kriegen, dass wir so viele mitbekommen, wie es geht. Ich würde halt gerne alle mitbekommen. Was auch nicht immer ganz so easy ist. So. Nicht drüber hinausschieben. Und aber auch loslassen, bitte. Es ist echt noch mega buggy. Ich hoffe, das ändern die noch oder kriegen so einen Griff. Das war im 17er, war es schon relativ. Ah, jetzt steht die neue Palette da. Egal. Lass uns nicht von stören. Es war im 17er schon immer ein bisschen komisch. Zum Schluss hin ging das eigentlich sehr gut. Hier sind die echt noch mega, ja, frickelig und buggy. Das läuft noch nicht so, wie man es gewohnt war. So, wir haben hier genau die Mitte. Gehen wir wieder hier in die Außenansicht. Jetzt passt das auch. So, dann visieren wir auch Mitte von der Palette hier einmal an. So. Ja, okay, passt. Sehr schön. Dann holen wir uns mal die beiden vorne hier weg, dass wir an die anderen beiden rankommen. Eventuell müssen wir vielleicht mal den Anhänger hier wegziehen.
Wenn wir den angekoppelt kriegen an das Gewicht. Ich glaube nämlich beinahe nicht. Doch, hat ein normales Zugmaul. Sollte uns schon reichen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wenigstens hier vernünftig ran. So. Wäre schön, wenn das alles wieder so sauber aus der Endperspektive funktioniert, wie man zum Schluss halt im LS17 gespielt hat. Das wäre echt geil. So, nicht verschieben am besten. Müssen wir mal gucken, dass wir hier an den beiden Paletten vorbeikommen, ohne die zu berühren, sonst liegen die nämlich gleich wieder unten. Dann schieben wir die gleich weiter durch, ist ja gar kein Problem. Ja, ich spiele auch mit dem Gedanken, ich habe es nämlich letztens bei jemandem gesehen und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal bei wem, weil die Videos, es war wieder so ein Tag, da lief YouTube einfach bei mir durch und da habe ich das bei jemandem gesehen, wie der mit Head-A-Tracking gespielt hat. Und fand ich schon irgendwie ganz schön geil, muss ich ja mal ehrlich sagen. Hat auf jeden Fall was. Und ich spiele mit dem Gedanken, mir auch mal so einen A-Tracking-Sensor zu besorgen. Muss mich da nur mal ein bisschen schlau lesen, was genau braucht man, was ist da wo, also welcher ist gut und ja, all solche Sachen auf jeden Fall mal. Will ich mich da mal ein bisschen schlau lesen und dann mal gucken, was die so kosten in etwa. Weil eigentlich stehen ja auch noch ein paar andere Sachen an, also Grafikkarte ist immer noch, hätte ich ganz gerne eine neue. Haben wir noch zwei Paletten. Bin jetzt mal so mutig und versuche die mal daran zu schieben. Am besten aus der Innenperspektive. Ich glaube, dann sehe ich besser, wo ich gerade treffe. Und das Ganze möglichst gerade, damit die sich nicht seitlich verschieben. Zurück, 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 bloß nicht weiter. Ah, gleich den ganzen Anhänger verschoben. Ist ja halbwegs realistisch, aber normalerweise zieht man da ja auch die Bremse an. Okay, passt. So, dann sollten nämlich jetzt die anderen beiden damit hinpassen noch. Hoffe ich doch mal. Und dann könnten wir theoretisch in der nächsten Folge die ersten Paletten mal verkaufen fahren. Ich hoffe, dass wir gutes Geld dafür abkassieren können. Mal auf die Preise nochmal schauen. Ansonsten stapeln wir vielleicht noch ein bisschen. Ja, ich sehe schon kommen. Die ist ein bisschen schräg drauf. Wird gleich witzig. Doch, passt aber noch relativ bequem mit drauf jetzt hier hinten. Dass der immer gleich so losschießt, verstehe ich auch nicht. Gibt nur ganz wenig Gas und er ist der Meinung, gleich nach vorne zu springen. Gerade bei diesen Arbeiten äußerst unangenehm.
Na, relativ bequem, ja, aber auch beinahe vom Runterfallen. Versuch mal die jetzt nochmal. Müsste ja auch so hinpassen. Das ist halt der Mist, wenn man die Spanngurte nicht alle einzeln per Hand anlegen kann, läuft man jetzt halt immer Gefahr, die anderen Paletten runterzuschieben. Aber das sieht erstmal gut aus, das gefällt mir. So, Anhänger ran und Spanngurte bitte dran. Perfekt. Sehr schön. Gut, wir hüpfen noch mal kurz in den Drescher. Der ist. Aha. Gut. Komisch, in der Probe hat es funktioniert und hier komischerweise nicht. Hat er den Kurs nicht richtig geladen? Kann ich mir den auch noch mal irgendwo komplett anzeigen? Irgendwo ging das, glaube ich. Wenn sich den Kurs komplett anzeigen lässt. Ja, gucken wir mal eben. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Da probiert man schon extra aus, damit es dann hinterher doch nicht klappt. Kann ich ihn jetzt hier starten lassen? Nö, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo er hin will. Ja, okay, jetzt hat das. Also ihr seht, ist noch nicht komplett ausgereift, gibt tatsächlich noch ein paar Schwierigkeiten. Hat in der Probe deutlich besser geklappt. Da sind dann auch am Ende nicht solche Dinger stehen geblieben. Ich habe aber auch noch nicht nach einem Update geschaut. Muss ich auch mal nach den Aufnahmen hier machen, ob es da vielleicht schon eine neue Version gibt, aber ich habe da nichts gehört von, also gehe ich auch nicht von aus. Aber gut, ich würde mal sagen, war eine coole Folge heute mal. Haben ein bisschen Paletten gestapelt, war jetzt nicht allzu viel, aber Crispell läuft, unser Feld wird gemacht. Mal konnten wir was anderes sehen heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen auf der Hopfach wieder und übermorgen im Ravenpop-Projekt. Nein, gar nicht wahr. Moment, lass mich überlegen. Sonntag. Morgen in der Ravenport, übermorgen im Hopfach. So rum ist richtig. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das gefällt, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Wir sehen uns übermorgen, also morgen und übermorgen wieder. Jeweils andere Projekte. Bis dahin. Reingehauen.